Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wenn du auch im Team Emily bist, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und Freunde, heute werden wir was richtig Cooles machen. Und zwar werden wir ein Glücksrad spielen, aber das nicht alleine, sondern zusammen mit dem Lex. Juhu, Glücksrad! Oh yeah! So, Lex, und in dieser Kiste sind schon ein paar coole Sachen für uns. Lass uns mal reingucken und... Ui, das sieht ja schon gut aus. Oh ja, eine Rüstung so. Das heißt, wir werden heute bestimmt gegen jemanden kämpfen. Oh ja, so wie es aussieht, müssen wir wohl auf diese Farben hier schießen. Und wenn wir dann in diese Löcher hier reinspringen, wartet wohl irgendein böses Monster oder sowas auf uns. Oh ja, ganz genau. Aber wir werden das bestimmt ganz leicht schaffen. Oh ja. Auf jeden Fall. Und die Leute müssen auf jeden Fall das Video bis zum Ende gucken, weil die müssen natürlich herausfinden, was für verrückte Monster da auf uns zukommen. Oh ja, ganz genau, denn wir haben hier 8 verschiedene Löcher und das heißt, hier sind auch 8 verschiedene Leute drin. So, ich werde mich jetzt aber erstmal ausrüsten und dann würde ich sagen, willst du anfangen, auf das Glücksrad zu schießen? Oh ja, ich habe richtig Lust. Okay, ich würde sagen, ich drehe mich einmal kurz weg und dann schieße ich drauf. Oh. Lex, das ist aber keine richtige Farbe, die du da gewählt hast. Okay, dann versuche ich es nochmal und zack. Wow. Und wir haben Orange. Und Lex, was denkst du denn, wer da unten drin sein könnte? Vielleicht irgendwie so ein böser Winnie Pooh oder sowas. Ich weiß es nicht. Oh, Winnie Pooh, das könnte wirklich sein. Dann hüpf doch mal vor, würde ich sagen. Oh, okay. Es ist nicht Winnie Pooh. Es ist nicht Winnie Pooh. Oh Gott, es ist Pennywise. Mit dem hätte ich ja gar nicht gerechnet. Oh, gib ihm am besten auf die 12. Der Typ ist böse. Oh ja, dich besiege ich, Lex. Aber das machst du echt gut, muss ich sagen. Oh, ich gebe mein Bestes. Der Typ muss umgenietet werden. Und wir haben es wirklich geschafft. Juhu. So, Lex, dann würde ich sagen, nehme ich den Bogen in die Hand und ich schieße auf... Das ist aber auch keine Farbe. Oh Gott, ich glaube, der erste geht immer daneben. Dann mache ich es einfach so. Und ich habe blau. Okay, dann bin ich wirklich mal gespannt, was da unten auf uns wartet. Ich hoffe, kein böses blaues Monster, so ein Krümelmonster oder so. Oh Mann, ich würde sagen, dann hüpfe ich mal vor. Und es ist der böse Nachbar. Pass auf, Lex. Oh, der ist besonders gruselig. Der guckt mir immer beim Rasenmähen zu. Ich mag den nicht. Oh, stell dir mal vor, du hast den wirklich als Nachbar. Wie schlimm wäre das denn? Oh, das wäre ein Albtraum. Lass mich in Ruhe. Wir machen dich fertig. Oh ja, wir gehen auf die 12, du Fiesling. Oh Mann, das haben wir super gemacht. Juhu. Okay, dann werde ich mal als nächster schießen und ich nehme das da. Pink, meine Lieblingsfarbe. Oh, da habe ich mich sogar bewusst für entschieden, weil ich wusste, dass du die Farbe magst. Da wird bestimmt irgendjemand Nettes kommen, oder? Warte mal, denkst du das wirklich? Ich meine, wir müssen halt gegen die kämpfen. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein böser Peppa Pig oder so drin ist. Oh, okay, dann lass es uns rausfinden. Das ist wirklich Peppa Pig. Oh, ich hatte recht, es ist Peppa Pig Echse. Oh Mann. Den machen wir kalt. Der ist richtig gruselig. Weg mit dem ekelhaften... Was ist denn mit deinem Gesicht passiert, Peppa Pig? Oh Mann. Ich mag nur die echte Peppa. Was bist du denn? Oh, den haben wir geschlachtet, Lex. Juhu, wir sind die Besten. Okay, Lex, dann würde ich sagen, ich nehme deine Lieblingsfarbe diesmal. Ui, da wird bestimmt irgendwas Cooles auf uns warten. Vielleicht ein Ketchup-Monster. Ich liebe Ketchup. Oh, hoffentlich kriegen wir dann noch ein bisschen Pommes dazu. Oh, das wäre sehr gut. Und ich würde sagen, du gehst zuerst. Oh Gott, es ist Cartoon Cat. Oh nein, Cartoon Cat. Das ist gruselig. Pass mit deinen Krallen auf, du Doofer. Weg mit dem ekelhaften Cartoon Cat. Dich machen wir kalt. Oh Mann, hör auf, mich zu vergiften. Pass auf dich auf, Emily. Ich glaube, der ist gleich. Wir haben es fast geschafft, Lex. Und wir haben ihn besiegt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich versuche es auch nochmal. Und... Wow.
Okay, grün. Dann nehmen wir mal grün. So, ich bin gespannt. Hier ist bestimmt irgendein grünes, ekliges Zombie-Monster oder so. Oder da ist nur ein Creeper drin und dann lassen wir den explodieren und haben gewonnen. Oh, das wäre wirklich cool. Dann spring mal vor, würde ich sagen. Oh, und hopp und huh. Oh, oh nein, oh. Ein Imposter. Oh Gott, ein Imposter. Aber oh, wir werden dich besiegen. Oh, und wie wir das werden, das wird doch super easy. Wir sind nämlich die wahren Imposter. Ganz genau, der falsche Imposter darf nicht gewinnen. Auf gar keinen Fall. Oh, du kriegst auf die 12, du Fiesling. Das war ja total einfach. Juhu. Der war ja total der Noob. So, Lix, so, welche Farbe nehme ich diesmal? Ich glaube, ich nehme lila. Oh, ja. Das hatten wir auch noch nicht. Oh, jetzt bin ich wirklich gespannt, was da auf uns wartet. Oh ja, ich auch. Wollen wir einfach mal runterspringen? Oh, du springst zuerst. Und... es ist noch ein Imposter. Oh nein. Oh, den müssen wir auch auslöschen, Lix. Oh, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Mit dem anderen haben wir uns ganz easy angelegt. Dann wird der ein Kindergeburtstag. Oh ja, das denke ich auch, Lix. Den machen wir mit links weg. So, der müsste gleich eigentlich tot sein. Und wow. Oh, das war ja total easy. Wir sind Profis. Oh ja. Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe mal, dass ich eine von den beiden Farben hier treffe, weil die sind noch übrig. Deswegen würde ich sagen, einmal... Yay! Sehr gut, Lix. Dann nehmen wir einmal gelb. So, bestimmt sind hier unsere Pommes zu dem Ketchup. Oh, ich spring zuerst. Oh, keine Pommes. Das ist Thomas, die Lokomotive. Oh, der sieht ja gruselig aus. Und ich diesmal gar keine Lokomotive. Weg mit dir. Du wirst nirgendwo mehr hinfahren. Oh, du wirst absolut nicht mehr Tut-Tut machen. Jetzt ist vorbei. Oh ja, dich werden wir auch besiegen, so wie die anderen. Der müsste... Oh, wir haben es gleich geschafft, Lix. Oh yeah, wir haben es geschafft. So, Lix, dann gibt es ja nur noch eine Farbe und zwar dunkelblau und ich hab's getroffen. Okay, dann lass uns mal schauen, was da drin steckt, damit wir alle bösen Monster besiegt haben. Oh ja, und damit haben wir auch gewonnen. Oh yeah, okay, und dann zeig mal. Es ist Sonic.exe. Oh nein, das hätten wir uns ja schon fast denken können. Oh ja, stimmt. Oh Gott, pass auf, Lix, der ist wirklich schnell. Der ist wirklich schnell. Oh Mann, aber nicht so schnell wie wir. Wir werden dich besiegen. Mach ihn kalt mit deinem Bogen. Und hier kriegst du ein paar Pfeile, Sonic. Ich glaube, Lix, du hast es gleich. Und auf ihn. Und böser Sonic. Der ist auch weg. Oh, wir haben es geschafft. Juhu. Aber Freunde, falls euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Videos mit Lix sehen wollt, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und tschüss! Tschüssi! Hey Freunde, ihr seid ja immer noch da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich hier abonnieren. Und auf dieser Seite findest du noch ein altes Video von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss!